So, ich würde sagen, wir starten weiter. Wir haben heute einen wunderschönen Schlafplatz hier gehabt unter einem Dach. Und das macht uns glücklich. Ein tolles Carport, genau. Und das macht uns glücklich. Und ja, die Reise geht weiter, die Reise unseres Lebens. Und ich würde sagen, let's go. Yay, wieder ein Berg im Leben geschafft. Yeeha! Dieser Weg wird kein leichter sein. Der Berg runter, der macht bestimmt Spaß, aber ihr seht, die Straße, die geht ewig weit. Und das ist heute unsere Route. Endlos bis zum Horizont. Und uns erwarten auch natürlich wieder Berge. Aber so ist das Leben auch. Bergauf, bergunter. Jeden Tag aufs Neue. Danke. So, da unsere Wasservorräte nicht unendlich sind und wir das nächste Dorf heute nicht erreichen werden und es immer super warm ist hier im Moment in Spanien, ist hier gerade ein Haus. Und ja, wir werden mal versuchen, da zu klingeln. Klingeln gibt es ja hier in Spanien nicht. Aber da mal Kontakt aufzunehmen und fragen, ob wir vielleicht Trinkwasser bekommen. Weil wir fühlen uns sicherer, wenn wir genug Wasser bei uns haben, damit wir wenigstens zu trinken haben. Das ist erstmal wichtiger als Essen. Und gerade auch bei der Hitze. Und ja, wir sind gespannt, ob es funktioniert, würde ich sagen. Ja, also wir haben Glück. Unter uns ein junger Mann. Wir konnten ihn ranrufen irgendwie. Wir haben ja eine schöne Hupe am Fahrrad und konnten ihm zwei Flaschen Wasser in die Hand drücken. Also es wären nochmal 4 Liter, die wir jetzt zusätzlich bekommen. Und darüber sind wir sehr dankbar, weil wir heute das nächste Dorf definitiv nicht erreichen wollen. Das ist einfach ja, für uns ein bisschen zu anstrengend und zu weit weg. Das wären jetzt nochmal 20 Kilometer. Ich meine, wir machen pro Tag so im Moment bei der Hitze so im Durchschnitt zwischen 20, 26 Kilometer, vielleicht manchmal auch 30, aber das ist dann auch, ja, das reicht. Und wir haben ja, wie gesagt, viel Gepäck. Es ist wirklich eine Höchstleistung in körperlicher Anstrengung. Und wir sind dankbar, dass hier dieses Haus steht, weil wir wissen ja nicht, wo wir jetzt landen, immer in dem Falle schlafen dürfen. Wir steuern zwar ein Gewässer an, aber wir wissen nicht, ob wir da rankommen. Meistens ist das Wasser auch kein Trinkwasser. Und ja, wir sind dankbar über diese Hilfe, die uns wieder mal entgegengebracht wird und von diesen wunderbaren Menschen. Dankeschön. Also, wir haben wieder mal wunderbare Augenblicke und Momente. Diese zwei Herren haben uns mit Wasser versorgt und haben uns sehr leckere Bohnen gegeben, die wir hier in Spanien schon mal bekommen haben. Und wir haben einfach nur gefragt, ob wir ein bisschen Trinkwasser bekommen und haben gleich wieder Geschenke bekommen. Ich finde dieses Leben wunderbar. Vielen, vielen Dank. So, da wir ja kein Ziel haben und auf der Karte den See gesehen haben, fahren wir natürlich jetzt 2,5 Kilometer ein bisschen durch die Pampa und gucken mal, ob wir an den See rankommen und ja, uns die Bohnen schmecken lassen, die wir gerade erst geschenkt bekommen haben. Links abbiegen. So, wir haben unser Tagesziel heute erreicht. Wir haben einen wunderschönen See hinter uns. Ein bisschen illegal sind wir jetzt hier drinnen, weil da war ein Zaun, der war nicht zugeschlossen, aber zugeschnürt. Da sind wir jetzt einfach mal durch. Aber ja, wir wollten halt zu dem See. Ein Anwohner hat gesagt, hier kommt man her. Allerdings sind hier große Schildkröten drin. Also schwimmen würde ich in Spanien in den Seen definitiv nicht. Auch wenn es sehr verlockend ist, aber zum Waschen reicht es. Es ist sehr, sehr trüb. Also sehr lehmhaltig, aber gut gefüllt auf jeden Fall. Wir können hier nicht irgendwie über die Wiesen an eine andere Stelle, um ein Lager aufzuschlagen. Wir müssen das leider hier machen. An diesem Pumpenhäuschen wahrscheinlich oder da an diesem Baum, weil alles andere ist wieder eingezäunt. Und ja, wir sind erstmal dankbar, dass wir hier sein dürfen, dass wir diese Stelle trotz alledem erreicht haben, weil sonst hätten wir jetzt wieder 2,5 Kilometer Schotterweg zurück. Wir müssen auf die Straße. Und der nächste Ort ist, wie gesagt, noch, ich glaube, 10, 15 Kilometer entfernt. Wir haben ja von 2 Anwohnern Wasser bekommen, das ist sehr schön. Und leckere Bohnen. Wir haben wieder Bohnen geschenkt bekommen, das ist super. In Spanien haben sie total leckere Bohnen, die sind so groß, die sind super lecker. Und ja, hier werden wir heute unser Lager aufschlagen, egal ob jemand kommt oder nicht.
Wir können es ihm ja erklären, vielleicht wenn Internet da ist, was ich gleich mal sehen wird. Das Leben kann so schön sein. Vielen Dank. Und warum man in Spanien Seen nicht baden gehen sollte, zeige ich euch mal. Weil da sowas schwimmt. Da guckt ein kleiner Kopf raus. Immer wieder mal. Und das sind die Schildkröten, die hier drin sind. Hier sind einige drin. Aber die Natur ist hier halt natürlich wunderschön. Und ja, heute ist ein wunderschöner Tag. Wir haben Wasser bekommen. Ich zeige euch das mal. Diese Tüte Bohnen haben wir bekommen, gerade, wo wir nach Wasser gefragt haben. Und diese wunderbaren Bohnen hatten wir schon mal einmal bekommen bei José, wo wir mal waren. Und schaut euch mal diese tollen Bohnen an. Die sind wunderschön und riesig. Warte mal. Schaut euch mal diese Bohnen an. Das wird uns eine Freude sein, die zu essen. Schaut euch mal diese Klopper an. Wow. Diese wundervollen Bohnen werden uns heute satt machen und wir bedanken uns sehr bei dem Universum, bei dem Gott, bei dem Zufall, was auch immer uns begleitet auf dieser Reise mit so viel Glück, wie wir gesegnet sind, dass wir heute so ein leckeres Essen bekommen haben und ja, so eine wunderschöne Natur und so einen wunderschönen Platz und vielleicht auch noch einen schönen Fisch.